Herzlich willkommen zu meiner Meditation, die dich auf eine Almwiese führt. Mach gerne ein bisschen Urlaub, sei in Gedanken mal ganz weit oben bei den bunten Almwiesen, schenk dir ein paar Minuten der Entspannung und dafür bitte ich dich, dass du dir jetzt einen ganz bequemen Platz suchst. Leg dich gerne hin oder setz dich hin, gerade wie es für dich angenehm ist. Dann bitte dich, dass du mal Kontakt aufnimmst mit deiner Unterlage. Spür gerne, wie sich es gerade anfühlt. Sollte irgendwas noch nicht optimal sein, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, dich nochmal zurechtzurücken. Und dann tauch ein in deine innere Welt. Wenn du magst, schließ gerne deine Augen. Schau nach innen. Atme mal ganz tief durch, am besten durch die Nase einatmen, einen tiefen Atemzug nehmen und beim Ausatmen, das am besten durch den Mund geht, lass alles fließen, lass den Atem fließen durch deinen ganzen Körper. Und gerne noch einmal tief einatmen, beim Einatmen aus der frischen Sauerstoff rein. Und beim Ausatmen lass den fließen und mach ganz bewusst die Reise von oben nach unten durch deinen Körper dabei. Wie wenn es eine Welle der Entspannung wäre, die von oben nach unten durch deinen Körper geht. Und gerne noch einmal tief einatmen. Ausatmen ganz ohne Druck, lass es ganz locker fließen und jetzt mach wirklich Arme und Beine schwer, lass deine Schultern fallen, dein Kopf schwer werden. Jetzt ist Pause. Jetzt entführe ich dir auf einen kleinen Urlaub, eine kleine Auszeit. Stell dir vor, ich kann dich wie durch eine Tür in eine ganz bunte Almwiese führen. Du machst die Tür auf, ganz bewusst, gibst deine Hand auf den Türknauf und du drückst sie auf. Und es kommt dir ein ganzer Schwall angenehm warme Luft entgegen. Es duftet nach ganz vielen verschiedenen Blumen. Du siehst die Farben der Almwiese vor dir. Und da ist ein kleiner Weg und den darfst du jetzt entlang gehen. Genau in deinem Tempo und wie es für dich jetzt gerade gut ist. Mach dich auf die Reise, wie ein kleines Kind. Geh ganz langsam, geh auf Entdeckungsreise, was findest du alles? Da sind bunte Blumen, ganz lila, ganz tiefblau, manchmal auch ganz intensiv rosa dazwischen und weiß. Die meisten der Blumen sind ziemlich klein, weil die ja von dem Wind ganz gut geschützt sein müssen, der da oben immer wieder mal bläst. Aber jetzt im Moment ist alles angenehm, die Temperatur ist angenehm. Spür mal in die rein. Wie hell ist es gerade? Das kannst jetzt du bestimmen. Vielleicht scheint die Sonne ganz intensiv oder ein bisschen weniger, wie es gerade für dich angenehm ist. Du kannst das Licht auch verändern. Es ist nur der frühe Morgen und du siehst, wie teilweise noch kleine Tropfen vom Tau auf den Blumen sind. Geh mal ein paar Schritte. Und dann bemerkst du, da sind Schmetterlinge, da sind kleine Fliegen, vielleicht Bienen unterwegs. Geh gerne mal auf die Knie nach unten, schau mal ganz genau, was du so entdecken kannst am Boden. Streich gerne mit den Händen den Boden entlang, vielleicht fühlt es sich noch ein bisschen feucht an, vom Tau in der Nacht. Schau mal einfach, was du entdecken kannst, was jetzt gerade so kommt.
Und es ist dabei ganz egal, ob du eine Almwiese jetzt gerade erst mal gesehen hast oder überhaupt noch nie gesehen hast. Schau einfach, was in deiner Fantasie kommt. Genau das ist richtig. Lass sie bunt sein. Und lass sie ganz intensiv duften. Und schau, wie viel Sonne dabei ist oder wie hell es ist. Vielleicht kannst du die Insekten auch hören, die Bienen, wenn sie von Blüte zu Blüte fliegen. Es hat einen Grund, warum die Almwiesen so ganz besonders intensiv leuchten. Da oben ist der Sommer kurz. Da müssen die Blüten in ganz kurzer Zeit alle Insekten anlocken, damit sie bestäubt werden und damit sie gut weiterwachsen können und weiterleben können. Darum die riesige Pracht an den Farben. Und wir Menschen dürfen da mitten rein und dürfen das einfach mitgenießen. Und so bist du jetzt mittendrin und beobachtest die bunten Farben, das Wunder der Natur. Jede Farbe hat ihre Aufgabe. Es geht immer darum, die Insekten anzulocken und das Maximum aus dem Leben rauszuholen. Und schau mal in die Weite, vielleicht siehst du weiter hinten ein paar Bergspitzen leuchten. Bestimmt ist im Moment nur der letzte Schnee drauf, vom letzten Winter. Was für ein Kontrast. Hinten die Bergspitzen in Weiß und vor dir die ganz intensiv leuchtende Wiese in Grün mit ganz vielen Farbtupfer drauf. Und dann geh gerne nochmal ein paar Schritte weiter und lass das so richtig intensiv auf dich wirken, die Farben, der Duft. Vielleicht ein ganz leichter Frühlingswind oder Sommerwind, ganz sanft. Temperatur ist gerade optimal. Und vielleicht kannst du im Hintergrund ein paar Kuhglocken hören. Hoch mal gut hin. Auf der Weide sind die ersten Kühe draußen. Sie freuen sich unglaublich über die Freiheit, über das Draußen und Oben sein. Und du kannst sie entdecken ganz hinten, geh da mal drauf zu. Schau mal, wie sich Freiheit anfühlt und wie man sieht, wie es ihnen gut geht. Sie sind ganz sauber und sie sind, wie man sieht, richtig gerne da. Beobacht mal einfach, es passt so gut in das Bild mit den Bergspitzen dahinter und der bunten Wiese. Und auch du fühlst dich da frei und auch du fühlst dich da geborgen und lebendig. Nimm das Gefühl mal einfach intensiv in dich auf. Das Gefühl von da oben sein, von frei sein. Weit weg von allem, was sonst manchmal laut ist und ein Trubel ist. Da oben herrscht ganz eine eigene Stille und Lebendigkeit gleichzeitig. Und dann gehst du ein paar Schritte weiter und da hinten ist eine Bank. Und da setzt dich gerne mal hin. Du spürst, wie das Holz warm ist unter dir, von der Sonne ganz aufgewärmt. Du setzt dich hin und dann lass einfach dir alle Töne, die du hörst, so durchziehen. Du hörst die Kuhglocken, du hörst das Summen der Insekten. Vielleicht hörst du ein bisschen den Wind. Und lass es einfach vorbeiziehen und lass es dir einfach wie Entspannung durch deinen Körper fließen. Der Blick in der Weite, das tut gut.
Der Blick ins Tal tut auch gut. Alles, was hektisch und laut ist und dich den ganzen Tag umtreibt, ist alles unten. Und du bist jetzt oben und kannst von oben drauf herabschauen. Spür mal, was macht es für Gefühl in dir? Versuch vielleicht ein Wort zu finden für das Gefühl. Und dann prägt dir das ganze Bild noch einmal intensiv und gut ein. Saug es in dir auf. Speichere die Farben für dich ab, die Lebendigkeit. Und dann stehst du auf und gehst ganz langsam diesen Weg auch wieder zurück. Da, wo du hergekommen bist. Ich liebe es oft, die gleichen Wege wieder zurückzugehen, die ich schon am Hinweg hatte, weil am Retourweg ist manches einfach wieder ganz anders von der Perspektive. Man denkt, ah, das habe ich schon gesehen, aber ich sehe es jetzt ja aus einer ganz anderen Art oder von einer anderen Seite. Und beobacht mal, was jetzt kommt. Was siehst du nur am Retourweg? Was darf nur mit rein? Und dann konzentriere dich nochmal intensiv auf den Duft der vielen Blumen, der vielen Kräuter. Bestimmt ist so ein Thymian irgendwo am Boden, das duftet intensiv, allein schon beim Drübergehen. Und all das nimm jetzt mit dir, nimm es mit in dein Herz, das Gefühl der Freude, die bunten Blumen, den intensiven Duft. Und du kehrst langsam wieder zurück und du weißt, du kannst dir jederzeit diese kleine Auszeit gönnen, den kleinen Urlaub. Er ist immer für dich da. Und mit dem guten und sicheren Gefühl tauchst du jetzt langsam hier wieder in deinen Körper ein und gönn dir nochmal 3 ganz intensive Atemzüge. Einatmen. Und beim Ausatmen lass alles fließen, durch deinen Körper durch, lass es fließen, mach dich entspannt, nimm nur einmal ein Stück von der Wiese mit und lass es fließen. Und gerne auf 2 nur einmal einatmen . Spür ganz langsam beim Ausatmen deine Arme und Beine wieder. Deine Unterlage, wo du liegst, wo du Kontakt hast. Und noch ein letztes Mal tief einatmen. Und jetzt spür deine Finger, deine Zehen, deinen Kopf. Und dann, wenn es für dich passt, mach dann die Augen langsam wieder auf und komm zurück ins Hier und Jetzt. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz angenehme Zeit. Mach viele Pausen. Schau gut auf dich. Alles Liebe, deine Barbara.